Aber die Vögel wieder geil, oder? Nee, nicht, dass die Vögel geil sind. Die sind das auch, aber die hören sich geil an. Ja gut, die haben schon ihre Nester überall gebaut. Die Tiere. Scheiße, ich muss wieder so viel schneiden. Ja, ich muss wieder schneiden. Können wir loslegen? Wir legen los. Wir begrüßen Sie bei Retter Zylinderkopftechnik. Hinter uns ein Mercedes SL 500 Serie R129, also 129. Ich hatte schon gesagt, V8-Motor drin. Das Auto ist aus Japan, hat 90.000 gelaufen. Historie belegt, dass das Auto eigentlich erhaltenswert und historisch sauber, clean ist. Kunde hat das Auto hier jetzt als Erstbesitzer in Deutschland und will damit durch die Gegend fahren, ne? Ja. Spaß haben, und wir sollen mal unter die Haube gucken und schauen, was los ist. Ein paar Kleinigkeiten sind dran, und das Video wird darüber berichten, ob man sich ein SL 500 kaufen kann, der Baujahr 97, 98 ist, und ob man damit gut leben kann. Bis gleich. So, also, was wir hier haben, ist ein riesen Alu-Klotz an Motor. Ne? Er ist ein bisschen erkraut. Ne? Darf man im Alter auch sein. Was sagt der Kunde denn? Guckt mal bitte rein, schaut mal, was los ist mit dem Ding. Ab und zu ist ein leises Klappern da auf der linken Zylinderbank. Davon hat er ja zwei. Links ist dann in Fahrtrichtung gesehen diese. Als das Auto mal im Herbst hier war und der Mann sich kurz vorgestellt hat, ob das eine Aufgabe für uns wäre, hat nichts geklappert. Ich weiß nicht, jetzt steht er da, am Wochenende hat er das Auto gebracht. Wir haben noch nicht gestartet. Ich würde sagen, Giso, guten Morgen, Giso. Guten Morgen, Lars. Schmeiß das Ding mal an, bitte. Und wir gucken mal, ob wir was klappern hören. Das soll auch während der Fahrt dann da sein. Und manchmal ist es tagelang weg. Alles leise, das hört sich erstmal gut an. Tja, Motor steht. Was wir haben, ist so ein bisschen Schwitz hier oben im Bereich der Nockenwellenversteller. Ne, das sind diese beiden hier. Da machen wir aber jetzt erstmal nichts dran, haben auch keine Aufgabe. Ich weiß, dass manche Sachen schon gemacht worden sind. Unter anderem die Nockenwelle, die hier drin sitzt auf dem Fahrzeug, die ist über Ölleitungen wohl versorgt. Und diese Ölleitung ist untertrennt mit T-Stücken und so weiter aus Kunststoff. Die sind wohl laut Besitzer gemacht worden oder teilweise gemacht worden. Muss man da mal gucken. Wenn wir was abnehmen, müssen wir auch schauen, wegen Ventildeckeldichtung gegebenenfalls uns die noch zu besorgen. Werden wir sehen. Wir machen erstmal einen Motorcheck, schauen mal rein, was mit dem Ding los ist. Guck mal, wie er von unten aussieht. Ich würde immer empfehlen, auch eine Getriebeölspülung zu machen und. Haben wir jetzt nicht auf dem Schirm und auch nicht auf der Tagesordnung. Aber dem Kunden werden wir sicherlich ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Sie sind mit dabei und wir gucken uns das Ding an. Oder in dem Fall, der Giso schaut dem Burschen mal rein, in die Innereien. In die Innereien mal rein. In den. Geiles Deutsch. Wir schauen mal in die Innereien rein. Bis gleich. Ihr seid mir schöne, gemeine Brüder, ihr zwei. Gut, also, unser Mercedes hier mit einem wunderschönen Aluminium V8-Motor. Und der Giso hat den auch schön hier verkleidet. Unten hat er ein Röckchen an, oben. Hier haben wir den Motor. Ich hatte kein schönes Wort gefunden jetzt. So, wir haben hier oben den Motor. Brauchen wir nicht viel drüber sagen. Der Giso macht gerade Kompressionsprüfung. Die Informationen jetzt schon, es sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Wir haben den letzten Zylinder noch, den wir prüfen. Der Sascha sitzt im Auto, hat die Gnade, den Motor zu starten oder drehen zu lassen. Da tun wir jetzt auch mal. Ja, mach mal. Komm, wir ziehen das mal durch. Zieh mal durch. Wo liegen wir denn mit den Werten? Also zwischen 15,5 und 16 Bar.
komme zu dir und versucht hat auch mal scharf zu stellen, wenn die Kamera das macht. So, ja, das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Die liegen auch alle dicht beieinander. Wir werden uns das Auto auch mal insgesamt angucken. Wie sieht er von unten aus? Sie kennen das. Wir schauen aber demnächst auch mal so ein bisschen das Auto insgesamt an. Worauf kann man achten bei solchen Autos? Wie sehen die innen aus? Sind die fahrbar oder nicht? Sind es als Youngtimer tauglich für einen, der sich so ein Auto zulegen will? Und ich finde, auf jeden Fall ja. Also sind richtige Fun-Autos, die billige Schiene, die haben sie längst hinter sich. Gute Exemplare müssen sie heute auch mittlerweile wieder richtig Geld auf den Tisch legen. Ob es ein V8 sein soll oder nachher ein Sechszylinder, da muss man sich halt überlegen. Aber die Sechszylinder muss man auch aufpassen. Die gelten erstmal als wartungsfreundlicher, aber Obacht, wenn sie da so ein 24V von den Dingern haben, letzte Serie, die können richtig teuer werden, wenn die undicht sind, Ölverlust haben und so weiter. Dann geht's also richtig ab in der Geschichte, ja. Und auch nicht vergessen, 24 Ventile sind auch da. Wenn Sie so einen Kopf in Stand setzen müssen, ist auch richtig Arbeit und kostet auch richtig Geld. So, Kompressionsprüfung erstmal gut. Tackermäßig, du bist vorhin mal eine ganz kleine Runde gefahren, da hast du natürlich nichts gehört wahrscheinlich, ne? Nee. Ich denke, wie das immer so ist, wenn das Auto in der Werkstatt ist, dann verhalten die sich ja vollkommen brav. Wollen ihr wahres Gesicht nicht zeigen und sind dann ganz ruhig. Und so wie der Eigentümer das Auto übernimmt, dann tackert er wieder rum und dann heißt es ja, warum war das nicht bei der Werkstatt? Ja, weil das Auto das nicht will. Ne? So. Wir schauen mal weiter. Das heißt, die nächsten Schritte sind jetzt Kameraendoskopie oder hast du schon reingeguckt? Nein. Noch nicht? Gut, alles. Dann lassen wir uns überraschen, was wir da sehen. Mhm. Was wir auf jeden Fall hatten als Problem schon, ist mit dem Auslesen, Fehlerdiagnose, ist ja ein Japan-Fahrzeug, hat damit wahrscheinlich nichts zu tun, aber wir sind mit dem Bosch-Tester nicht reingekommen, wir sind mit dem Autel nicht reingekommen. Ja, wir haben die richtigen Adapter und Stecker dafür. Mercedes hat ja diese kreisrunden Eingangsstecker, also nicht OBD2, wie man sie so kennt, sondern eben diese kreisrunden Mercedes-spezifischen Stecker und ja, hat trotzdem nicht funktioniert. Wir sind zwar reingekommen, aber konnten keinen Zugang zum Steuergerät Fehlerdiagnose schaffen. Das werden wir uns nochmal genauer angucken. Jetzt geht's erstmal weiter mit der Kameraendoskopie und wir sind für Sie dabei. Bis gleich. So, und der Giso, der ist ja eben mit dem Sascha dabei gewesen, die Kompressionsprüfung zu machen. Sie sehen auch hier, macht es durchaus Sinn, die Batterie immer grund mit Energie zu versorgen, dass die also auch nicht in die Knie gezwungen wird. Wir haben jetzt ein großes 10 Ampere Gerät dran, groß in Anführungsstrichen, aber sorgt eben für entsprechenden Nachschub, dass die Batterie nicht in die Knie gezwungen wird. Batterie beim Benz hinten. Und Sie sehen, auch da sind ein paar Kabel schon da. Das heißt, unterschätzen Sie das Auto nicht, was hier an Elektronik drin ist bei diesen Mercedes, auch bei denen eben schon. Die sind schon hochmodern unterwegs, haben jede Menge Spielereien drin. Wenn man sich auch mal das Innenleben anguckt, das haben wir vielleicht später auch nochmal die Chance dazu, das eine oder andere dann im Detail zu sehen, sind alles andere als hässlich, finde ich. Kann man also gut mit leben. Sitze sind vertretbar. Ne? Kann man nicht unbedingt immer mit der heutigen Geometrie vergleichen oder Ergonomie von Sitzen. Die sind heute schon sehr angenehm, die Sitze auch bei dem modernen SL. Das ist eine ganz andere Nummer nochmal. Ein Bekannter von mir fährt auch gerade so einen relativ neuen SL. Jo, da hat sich ein bisschen was getan in der Zeit, aber auch die für so einen Youngtimer, angenehmes Fahren, viel Spaß, also kann ich eigentlich nur empfehlen, das Auto. Wir gucken uns später mal von unten an und schauen mal seine technischen Schwierigkeiten und Hürden, die eine oder andere werden wir vielleicht von unten erkennen, beim Getriebe angefangen und dessen Wartung. Also nichts Besonderes, aber man muss halt drauf gucken, dass solche Autos wirklich, auch wenn sie wenig gefahren werden, ihre Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Das ist halt sehr oft nicht der Fall. Und wenn die dann eben wirklich zum Standplatten gezwungen werden, dann leidet natürlich auch die restliche Technik von dem Auto. Und das ist eigentlich, stehen ist jedes Autos Feind. Darauf werden wir aber sicherlich noch mal eingehen. Ich würde mal sagen, bis gleich. Gleich an unserem Benz vorbei. Also Kunde hat eben geschrieben und hat gesagt, Jungs, ich möchte, dass ihr beide Ventildeckel runternehmt und guckt mal drunter. Wir haben jetzt natürlich nur für den eine Ventildeckeldichtung bestellt, für die Seite. Jetzt müssen wir die nachbestellen. Nachteil ist tatsächlich ab Werkbestellung das Ganze. Jetzt müssen wir die noch nachbestellen. Sind getrennte Vorgänge, wieder ab Werkbestellung, wieder Sonderfrachtkosten. Ja, also könnte man ja sagen, komm, macht eins, ein, zwei. Das läuft heute alles digital. Einmal abgedrückt. Und beim Werk wird dann eben gepackt bei Elring
Und dann werden zwei Aufträge erfasst und dann zahlt man auch zweimal Sonderfrachtkosten und wahrscheinlich wird es auch zwei getrennte Pakete geben. Das lässt sich nun mal nicht verhindern, aber Kunde will es entsprechend so. Die Information, die ich jetzt habe, ist, heute Morgen kam noch eine E-Mail vom Kunden, Zündkerzen sollen nicht getauscht werden, die sind bei 73.000 getauscht worden. Das Auto hat jetzt runter. 86 oder was, ne? Ja. Zündkerzen sollen also drin bleiben. Ich hätte sie jetzt erneuert. Warum? So eine Zündkerze kostet um die 5 Euro rum. Gut, sind mal 18, auch 40 Euro. Hätte ich jetzt rausgeschmissen und gut reingetan. Was waren für welche drin? Weißt du das? NGK. Ja, NGK ist eine gute Marke. Die kann man also verwenden, ohne dass ich jetzt hier Schleichwerbung mache. Ich kriege auch nichts dafür. Also das nur am Rande erwähnt. Wie sahen die Zündkerzen denn aus? Haben wir welche da? Die sehen gut aus. Okay. Ja. Gucken wir uns mal an, da liegen die. Bremmelt ist okay. So, ich versuche das mal scharf zu stellen hier. Bitte mal kurz ruhig halten. Ja, das sieht alles ordentlich aus. Okay, dann kann man es auch wirklich drin lassen. Ja. Die Zündkerzen haben ja ein relativ langes. Müssen wir über Zündspulen eher nachdenken. Ne? Moment, ich stelle wieder scharf. Es geht noch nicht am Keramikkörper vorbei. Ja. Aber. Der steht auch scheinbar irgendwie, ne? Also der Giso spielt auf die Farbe da unten an, die man da so mit sehen, ne? Ja, und die leichten. Und Flugspuren. Ja, aber wie gesagt, hier geht noch nichts durch. Halt mal bitte ruhig, damit ich die einfangen kann. Die sehe ich nämlich so nicht. Ah, da kann man sie sehen. Okay. Alles klar. Mhm. Okay. Ja. Dafür, dass er erst 13.000 drin sein sollen. Ja. Gut, also. Bitte aufschreiben, kann der Kunde sicher selber überlegen, ob er dann irgendwann da an dem Thema was machen will. So, ich gucke mal hier auch nochmal. Dann sieht man diese schwarzen Streifen, die Sie da so sehen. Ich hoffe, Sie sehen die. Könnten somit ein Indiz dafür sein. Kann man also sich sicher auch mal näher befassen. Das sind Arbeiten, die macht der Kunde wahrscheinlich auch selber und sagt, okay, da muss die Werkstatt nicht dran verdienen. Zündspulen kann ich auch selber tauschen, wenn ich da was dran machen muss. Brennbild auch okay, kann man nichts sagen. Alles gut. Okay, danke. So, Kamera liegt hier, bedeutet immer, dass der Giso in das Fahrzeug reinguckt. Oder in dem Fall in die Zylinderbohrung. Oder in die Zündkerzenbohrung, in die Zylinder rein, so muss man sagen. So, Sie erkennen es selber ganz gut, mausgraue Zylinder, Blick auf den Kolben. Erschreckt dann erstmal nicht, das sieht soweit erstmal solide aus. Alles okay. Ja, ja. Also schwimmt auch nicht im Öl irgendwie, nee. Wenn wir jetzt so eine Ölsardine hätten. Ja. Keine Riefenspuren oder sowas drin. Rechte Druckstellen hier oben, aber ja, alles, hier alles normal. So sehen die Zylinder alle aus? Ja, alle. Okay. Jetzt gucken wir im Prinzip, Giso hat jetzt so einen 180-Grad-Turn gemacht, guckt jetzt nach oben praktisch. Sieht also auch grundsolide aus. Die dicken Teller sind die der Einlassventile, in der Regel immer größer bei modernen Motoren. Die kleinen hellen sind die Auslassventile, weil er eben mit Druck auch die Gase raustreibt, sind die Ventile kleiner. Kann man ein bisschen die Ventilführung hier unten erkennen. Jo. Sieht alles frisch aus. Kein Öl, nichts drin. Also gut. Die Auslassventile sind weiß. Warum? Die stehen natürlich im Abgasstrom. Die werden also schön heiß betrieben, in dem Moment, wo die auf sind, entlüften, den Zylinder entlüften, kriegen die natürlich die ganze Bandbreite der heißen Gase ab. Und die Hitze nehmen die natürlich auch auf. Deswegen sind Auslassventile in der Regel auch immer aus einem höherwertigen Werkstoff. Und die Ventilsitze in der Regel auch einen Ticken breiter auszulegen, gerade wenn sie im Bereich Motorsport gehen, um die Wärme da abzuführen. Ventilführungen leiden auch mehr, aber hier sieht alles gut aus, also das passt. Der Motor wird ja in der Regel auch nicht mit 7.500 Umdrehungen betrieben. Gut, der Giso wird dann so fahren. Also gib her, Kiste, was du bringst. Nee, Spaß beiseite. Also alles gut. Und die Motoren sind, die schöpfen aus dem Hubraum. Ja? Die fährt man auch angenehm gediegen. Das heißt selten, dass das Ding bis zum letzten im roten Bereich gequält wird. Und ja, dann haben wir auch mit der Thermik wahrscheinlich keine Probleme. Gut, also da auch erstmal Entwarnung. Wenn alle Zylinder so aussehen, sieht das auch sehr gut aus. Kunde hat ja jetzt gesagt, beide Ventildeckel runter. Das heißt, das werden wir uns dann später auch geben, einen Blick
auf den Motor zu werfen, wenn die Ventildeckel unten sind. Wir erinnern uns auch, hier auf der Seite haben wir so ein leichtes Tickergeräusch. Vielleicht können wir dann irgendwann erkennen, an Nockenwellen und so weiter. Aber in der Regel, wenn sie dann Schaden dran haben, dann heißt es entweder tickern oder nicht tickern. Insofern bleibt spannend, was hier die Ursache ist. Dort könnte natürlich auch ein Stößel sein, der Probleme hat, mit Öl versorgt zu werden. Oder. Ich weiß ja auch gar nicht, was für ein Öl drin ist. Auf dem Zettel selber, ich will jetzt nicht hergehen, da Werkstattbetreiber aufzeigen. Aber da kann natürlich auch sein, dass irgendein Öl drin ist, was nicht reingehört. Wäre eine Möglichkeit, wissen wir alles nicht. Oder der Kunde hat es selber gemacht, ist spekulativ. Gut. Fangen wir nach. Guck mal nach. Eventuell, wir werden ja auch sehen, ob wir da Verguckungsprobleme im Motor haben. Oftmals hat man da oder gibt es da auch Verharzung, Verunreinigung im Bereich der Hydrostößel, dass die also nicht optimal mit Öl versorgt werden in allen Lebenslagen. Oder wir haben Hydrostößel drin, die in sich undicht sind. Besteht die Möglichkeit auch. Dafür gibt es tatsächlich Additive, die können was, die bewirken was, um erstmal so Klackergeräusche zu beseitigen und reinigende Wirkung zu haben, um auch solche Hydrostößel wieder in Funktion zu bringen, wenn die tatsächlich ein Verschmutzungsproblem haben oder wenn da Verschmutzung vorliegt. Und das sind ja winzig kleine Ölkanalverbindungen, sage ich mal, die in dem Hydrostößel ablaufen, da ist schnell was zu und dann hat man natürlich da auch ein Versorgungsproblem. Okay, ich höre auf zu labern. Giese, du machst weiter. Und dann gucken wir uns das Auto gleich mal von unten an und schauen, wie so ein Benz aussieht. Da war ja Baujahr oder Auslieferung, glaube ich, 97, 98er Modell. Hatte auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, in dem Fall dann 25. Und ja, dann gucken wir uns mal an, wie er die überlebt hat in Japan. Ja, was auch eine interessante Sache ist, die ist aber hier schon gemacht, der Giese weiß es besser. Giese, du zeigst mir das bitte mal. Ja gut, für die Nockenwellenverstellung. Haben mehr Probleme, dass sie über die Kabelsätze Öl durchgedrückt wird ins Motorsteuergerät. Haben auch andere Motoren mit zu kämpfen von Mercedes, ja? Ja. Also eine ganze Menge auch Vierzylinder und so weiter. Und dann gibt es dann diese Reparatursätze für, ne? Genau, sind andere Verlängerungen zwischengekommen, wo es über die Stecker halt nicht mehr durchtreten kann, das Öl. Praktisch wie so eine Abdichtungsbarriere. Ne? Ja, hier sieht man ja schon, hier war, hat er schon mal Theater gehabt, ne? Dass er da Öl. Aber bekloppt eigentlich, ne? Dann läuft wirklich das Öl, ich sag mal, durch die Leitung zum Steuergerät und fluten das Steuergerät. Hat ja Zeit ohne Ende, kann sich auch Zeit ohne Ende lassen, aber ein geflutetes Steuergerät ist halt auch nicht das, was man haben will. Ne? Gut geschmiert, ne? Ja, trifft in dem Fall halt nicht zu. Aber Giso hat es richtig erkannt, also dafür gibt es Reparatursätze, die sollte man auch tunlichst nutzen. Die gibt es übrigens auch um Zubehör und zugreifen, machen, reinbauen. Kann jeder selber zu Hause machen. Und da sieht man es ja schon wieder. Ne? Durch Rettung. Ja. Da haben wir schon wieder Öl dranhängen. Ja. Ne, es dauert, geht nicht ratzfatz. Es dauert eine ganze Zeit. Ja, ist ja wie so Kapillarwirkung. Das zieht sich dann hoch und das ist dann relativ schnell oben, wenn es von unten schön bespült wird. Unsere Ventildeckel an unserem schönen V8-Motor sind abgenommen und jetzt werfen wir auch mal, nee, nicht nur die Lampe runter, die der Sascha runtergeworfen hat, sondern wir werfen auch einen Blick in den Motor. Giso lacht. In den Motor ja noch nicht so. Unter die Ventildeckel, so ist es dann richtig. Und jetzt kann man wunderbar schön sehen, zu den Zeiten sind eben Teile des Ölhaushaltes, sag ich mal, in Kunststoff damals gefertigt worden. Ob das alles so richtig und sinnvoll ist, weiß man nicht, aber hinterher kann man ja schlauer werden und dann gibt es eben Upgrades dafür, die sind hier aus Metall. Jetzt sind hier zwei Stück ausgetauscht worden auf der linken Bank und auf der anderen Seite, wie wir sehen, derer keine. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, hätte man nicht alle getauscht. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was da so ein Ding kostet. Das muss man jetzt bei Mercedes anfragen. Da ist eine originale Mercedes-Nummer drauf. Und dann kann man die eben, die Kunststoffteile, die eben hart und spröde werden nach gewisser Zeit, gegen Metallteile ersetzen. Das wird nicht die Ursache für das Klappern sein. Wobei ich jetzt nicht weiß, wenn ich mir angucke, diese Dinge, wie die teilweise hier hin und her wackeln, ob die auch, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können. Ja. Und manche andere sind dann dagegen, ja, der ist auch lose. Und der ist aber, sitzt schön fest. Ob das mit dafür ursächlich sein kann, dass da auch in gewisser Hinsicht ein bisschen Leckage mit drin ist, was die Öldrücke oben im Kopfbereich angeht. Klappertechnisch haben wir jetzt noch keine Ursachen finden können, wo man sagt, oh, hier alles klar, Nockenwelle bzw. Steuerkette lose.
Oder hast du andere Erkenntnisse, Giso? Nee, bis jetzt noch nicht. Nee, also das sieht erstmal ganz gut aus. Ich weiß natürlich nicht, ob vielleicht ab und zu mal ein Versteller hier irgendwie am Rappeln oder am Rasseln ist. Kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben es auf jeden Fall bei der kurzen Eingangstestfahrt nicht gehört. Wir werden das Auto später auch noch insgesamt länger testen. Jetzt habe ich erstmal die Aufgabe, weil der Kunde das geprüft haben wollte, beide Ventildeckeldichtungen neu zu holen. Und wir müssen dann auch mit dem Kunden klären, ob wir die hier gegen Metallteil ersetzen wollen sollen. Und dann müsste ich auch erstmal bei Mercedes anfragen, ob wir die Klamotten da kurzfristig rankriegen. Sonst warten wir hier ewig und drei Tage. Mhm. Das ist dann im Prinzip die nächste Baustelle. Aber Nocken sahen alle gut aus, gell? Ja, da ist nichts zu sehen. Gut, da hat nichts gelaufen, groß. Aber nichts dran. 86.000, oder was haben wir? Ja. Nichts drin. Ja, Zylinder haben wir innen gesehen, das sieht gut aus. Auto von unten schon mal angeguckt? Ja, ein bisschen. Ölverlust leicht, Ölfiltergehäuse, Ölwandbereich hinten am Differential. Getriebe dicht. Getriebe ist dicht, ja. Wie gesagt, okay. Differential hinten hat er ein Schwitzen, aber ansonsten von unten gesehen, wir können ja mal hochheben. Also da erstmal Entwarnung. Alles schön. Da der Motor ein bisschen schwitzt, das weiß der Kunde ja im Prinzip. Da geht es auch primär jetzt erstmal nicht drum. Also grundsätzlich kann man jetzt erstmal gute Noten verteilen. Wir gucken uns gleich mal das Auto von unten an, aber wir befassen uns auch jetzt erstmal mit dem Thema, ob wir diese Kunststoffteile gegen Metallteile ersetzen können und was da für einen Kostenschub mitbewirken würde. Und dann muss man mit den Kunden vielleicht diesbezüglich sprechen, wenn wir das eh hier mehr oder weniger offen vor Augen haben. Okay, bis gleich. Wenn die Haube senkrecht steht, dann ist die in Wartungsposition bei Mercedes. Schade eigentlich, dass das nicht alle Autos oder viele Fahrzeughersteller haben. Ne? Kann man sich eigentlich eine Scheibe von abschneiden. Der Giso hat das Ding weiter freigelegt oder andersrum. Der ist jetzt dabei, die Brücken zu tauschen. Wir hatten eigentlich vorgehabt, hier haben wir jetzt die unbearbeitete Seite, diese Metallbrücken zu besorgen. Tatsächlich ist aber so, da steht eine Mercedes-Nummer drauf. Sie mögen mich draußen belehren, weil sie sich besser auskennen. Wir haben bei Mercedes angerufen, da können die gar nichts mit anfangen. Die sagen wahrscheinlich, möglicherweise USA-Version, kommen wir jetzt auf die Schnelle eh nicht dran. Wir können über diese Metallbrücke nicht verfügen, kennen wir auch nicht, wissen auch nicht, aus welchem Motor die sind. Wir hätten sie gerne in Metall gehabt. Mit dem Kunden haben wir jetzt abgesprochen, komm, bei Mercedes können wir zumindest mal die Kunststoffbrücken neu beziehen und für die nächsten 25, 30 Jahre sind sie vielleicht auch gut. Also tauschen wir die auch mal aus. Wenn wir nur 20 Jahre weiterkommen, ist ja auch schon okay, oder? So lange muss er erstmal aushalten, genau so ist es. Also du hast, glaube ich, auf der anderen Seite schon getauscht. Ja. Dann gehen wir mal rüber, gucken uns das an. Ob man einen Unterschied erkennt, wahrscheinlich nicht. Nö. So, können wir den Kunden viel erzählen, neue Teile sind drin. Aber sitzen deutlich fester. Ja. Also wie gesagt, es schadet nicht. Man hätte natürlich nur die Dichtringe machen können. Ja. Gut, jetzt haben wir sie neu drin, da sind wir auf der sicheren Seite. Bei diesen Motoren ist natürlich auch immer das Thema Steuerketten und deren Gleitschienen etc. Was immer getauscht wird, sind die oberen, die man im greifbaren Bereich hat. Und unten geht dann im Prinzip keiner ran. Haben wir hier eigentlich schon endoskopiert, ob wir unten was sehen können? Ja, ne? Du hast reingeguckt. Wir können nichts sehen, so sagen wir mal so. Ja, es scheint alles okay zu sein, soweit wir reinkommen mit der Kamera. Da ist alles in Ordnung, nichts abgebrochen. Okay, also mit dem Kunden ist auch abgesprochen, dann lassen wir das erstmal soweit in Frieden. Müssen damit leben, was eben da ist. Wenn natürlich irgendwelche Geräusche von der Steuerkette entstehen, dann muss man natürlich handeln und agieren. Hier jetzt erstmal werden wir an dem Ding nichts machen. Hier hast du jetzt schon einen neuen drin, Magnetventil. Ja. Andere Seite ist noch der alte drin. Genau. Gut, Versteller haben wir mit dem Kunden erstmal abgesprochen, machen wir erstmal nicht. Wenn wir die hier getauscht haben, bauen wir erstmal alles zurück, neue Ventildeckeldichtung rein, da warten wir jetzt zur Zeit drauf. Gell? Eine haben wir da, die andere fehlt noch, weil der Kunde eben gesagt hat, mach mir bitte die Brücke neu und bitte auf beiden Seiten. Jetzt machen wir es eben auch. Giso, du machst weiter. Ich würde sagen, unser Benz, den schrauben wir zusammen. Dann haben wir heute noch die Ventildeckel drauf und mit ein bisschen Chance, wenn die Dichtung kommt oder da ist. Kommt hier schon da. Ist schon da? Okay. Dann kriegen wir ihn heute auch noch wieder ans Laufen und hören uns den mal an, ob er Geräusche macht oder nicht. Ja. Giso hat mich gerufen. Vielen Dank dafür, weil wir haben wahrscheinlich auch die Ursache für das Klappern gefunden und das ist auch die Ursache, warum diese Kunststoffröhrchen immer ausgetauscht werden sollen. Ich glaube, du hast eins in der Hand, ne? Ja. Da gucken wir mal drauf. Sieht ein heiles aus. Genau, also wenn man sich die anguckt, ich stelle es mal scharf, hier sind so kleine Deckelchen drin. Und diese Kunststoffdeckelchen, die gehen fliegen. Was bedeutet das bei dem? Der verliert natürlich immens Öldruck. Und wenn das Öl dann sehr dünn ist und der Wagen heiß gefahren ist, dann
freut sich der Motor nicht. Warum? Weil das Öl schießt in einem Strahl irgendwo hier dann in dem Motorraum rum und der fehlt natürlich dann oben unter Umständen bei Verstellern und Co. Das mag auch der Grund sein, warum das Ding dann hier am Klappern ist. Gut, dass die Teile rauskommen. Das Kunststoffteil selber hast du aber nicht gefunden. Ne? Das heißt, das liegt irgendwo in der Tiefe des Motors. Ja. Und da schon zwei gewechselt wurden, liegen die wahrscheinlich auch noch irgendwo da drin. Das wird so sein. Also genau. Wir können es nicht finden, meine Ventilfedern nirgendwo dazwischen liegt es irgendwo. Den Kunden müssen wir auf jeden Fall über den Umstand informieren. Es gibt ja Kunden, die dann sagen, pass auf, ich will hier auf Nummer sicher gehen, Motor raus, such mir der Teil, Ölwanne runter etc. Bei der Tour könnt ihr auch die Steuerketten machen. Dieter Thomas Heck ist wieder am Werk. Aber ich glaube mal fast, dass das hier nicht zielführend ist und der Kunde damit leben wird und muss, dass irgendwo so zwei Deckelchen oder drei Deckelchen, diese Kunststoffteilchen, irgendwo im Motor drin liegen. Unter Nockenwellen konnte man sie nicht sehen. Der Giso hat jetzt alles durchgesucht. Zumindest hat sie mir das gesagt. Ja, mit der Kamera schön. Ich vertraue dir da. Ja. Hat ja auch nichts davon. Nee. Also nichts gefunden. Irgendwo liegen sie wahrscheinlich unten in der Ölwanne oder überlegen sich gerade, ob sie irgendeinen Ölkanal blockieren. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht, aber ich denke mal, die fallen durch. Die sind klein genug, um unten in die Ölwanne durchzusickern. Wollen wir es zumindest hoffen. Aber auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich die Ursache gefunden, warum das Ding ab und zu klappert. Und das ist ja auch nicht schlecht. Das wird den Kunden zumindest von der Seite her freuen. Aber Sie haben es gesehen, die kleinen Deckel, um die geht's. Brutal, dass es sowas gibt, ne? Hm. Schlecht. Schlecht konstruiert. Kunststoff gehört einfach nicht in den Motor, nicht in den Ölhaushalt, nicht in die Innereien, finde ich. Ist zumindest nicht für die Ewigkeit geschaffen. Ne? Mhm. Okay. Der Giso hat mich gerufen, wie das so ist. Das Ding ist zusammengebaut und sagt er gerade zu mir, Lars, komm mal her, jetzt hört man endlich mal das Tickern auf der linken Zylinderbank. Komm, wir starten das Ding mal, ich habe noch nicht gehört. Ja, kann man es leise hören. Tatsächlich, ich mache mal mein Mikro ab. Mal gucken, ob sie es auch hören. Hört sich an wie so ein Mikro, ne? Ja. Ja, keine Ahnung, ob sie. Hältst mal bitte die Kamera. Vielen Dank. So, ich mach mein Mikro wieder dran. Oh, ja, gegen das Licht. Nicht gut. Das ist ja geil. Du bist ja, ja, endlich bist du auch mal wieder drauf, ne? Kennst du die Sendung 1, 2 oder 3? Gleich ist es vorbei. Komm, nimm dir das Ding mal ab. Ja, also jetzt haben wir da Tickern drin. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir, als wir das, diese Verbindungsröhre, diese Stücke gewechselt haben, mit der einen Kappe, die also offen war, dass wir hier auch den Verursacher gefunden haben dafür, dass der Kunde eben sagt, ab und zu habe ich hier so ein Tickern drin, mal da, mal nicht da. Jetzt hört man es. Also lange Rede, kurzer Sinn, um das zu tauschen, die Hydro zu tauschen, ist es natürlich bei dem eine größere Aktion. Nockenwellen etc. müssen raus. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hergehen, auch im Reinigungsprozess ein Hydro-Schlüsseladditiv reinkippen. Aus zweierlei Gründen. Zum einen, wenn der dann danach leiser wird, hat man auch wirklich den Impuls und das Wissen, es ist auch ein Hydro-Schlüssel, Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist eben, ich habe tatsächlich auch noch den Effekt mit, dass diese Hydro-Schlüssel-Additive natürlich auch ihre Wirkung erzielen und die Hydro-Schlüssel begünstigen und beeinflussen in Sachen Reinigung, Wiederreaktivierung ihrer Funktion. Und dann kann man sich auch erstmal diese Reparaturmaßnahmen sparen, wenn man mit diesem Additiv, ich sag mal, die Funktion auch wieder vollständig herstellen kann. Das wird auf jeden Fall dann die Information an den Kunden letztendlich sein. Grundsätzlich ist der Motor ja gesund, da kann man also gute Noten attestieren und das Tickern, klar, das geht einem natürlich auf den Sack, wenn man es perfekt haben möchte. Jetzt warten wir erstmal ab, was dann das Hydro-Schlüssel-Additiv bringt und wenn nichts Positives da dann zu berichten ist, dann muss man sich natürlich mit dem Thema Erneuerung der Hydros befassen, klar. Ja, Giso, sollen wir uns das Ding mal von unten angucken? Ja, ich mach mal hoch. Auch mal bei der Tour. Eben ist mir das Mikrofon akkutechnisch in die Knie gegangen und jetzt machen wir es auf alte Art und Weise und sind schön laut, damit Sie auch zu Hause was hören. Also ein paar Kratzerchen haben wir dran, aber es geht ja darum, wie er tatsächlich unten drunter aussieht. Und da hast du schon gesagt, Giso, das kann sich sehen lassen, ne? Ja, das sieht gut aus. Bisschen Schwitz. Jetzt hat er, ja. Aber wenn man sich jetzt hier so Achsen anguckt und so weiter, das sieht also wirklich alles Taco aus, ist ein bisschen vom Straßenschmutz
dreckig, aber ne, man sieht darunter, glänzt ordentlich. Wenn man jetzt also wirklich hergehen würde und würde den mal so trocken einstrahlen, wäre das Ding von unten wie neu. Gummis sehen alle klasse aus, was ich jetzt hier so durch die Kamera erkennen kann. Ja, haben die Japaner ihr Autochen gut gepflegt, aber dafür sind sie eh bekannt. Ne? Für die ist das so ein kleines Heiligtum. Noch schlimmer als oder besser als beim Deutschen. Wo man ja auch immer sagt, des Deutschen liebstes Kind. Hier schwitzt auch so ein bisschen an den Schläuchen und es hat Wachs. Ja, das Wachs, alles klar. Wachs. Okay. Gut. Ja, alles ordentlich. Ja, manierlich hier haben wir auch so ein bisschen Schwitz noch dran. Getriebe ist trocken, das weitestgehend. Auch noch alles gewachst an der Wanne. Ja, Anhängerkupplung kann man sich drüber streiten, ob man die braucht. Giso hat aber eben gesagt, vielleicht hat er einen Fahrradgepäckträger hinten drauf. Dann wäre es meinetwegen auch wieder legitim, eine Runde nach Holland gefahren, am Wochenende zwei Rädchen hinten drauf. Dann darf auch der SL hinten zur Not einen Fahrradgepäckträger tragen. Ja, Auto gut, alles in Ordnung. Also von der Seite kann das Auto wieder runter. Jetzt müssen wir gucken, was unser Hydroschlüsseladditiv macht, wenn wir das Ding hier entsprechend beschicken. Und vielleicht ist es dann leise und dann weiß der Mann auch letztendlich, was seine Aufgaben vielleicht für die Zukunft sind, dass man dann nochmal, wenn es massiv stört und die Hydrogeräusche nicht weggehen, dass man dann eben die Hydros auch austauschen muss. Giso, an der Stelle erstmal vielen Dank. Du wirst jetzt gleich Probefahrt machen, wa? Ja. Okay, ich höre mal auf, dich zu blenden. Und dann schauen wir mal, ob er brav ist. Der Giso nicht, das Auto. So, also hier, unser Mercedes läuft. Und wie Sie das auch mitkriegen und hoffentlich hören, das Klappern ist weg. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, der Kunde selber hat auch gesagt, das Klappern ist zeitweise nur da gewesen. Und insofern könnte man auch jetzt meinen, okay, unter Umständen kommt es ja wieder. Die Wahrscheinlichkeit tatsächlich ist aber, glaube ich, sehr gering. Zum einen, es hat eine Zeit lang gedauert, bis der Klappern weggegangen ist, nachdem unser Hydrostößeladditiv eingefüllt worden ist. Es hat ja auch eine leicht reinigende Wirkung. Und man muss eins bedenken, je nachdem, wenn Verschmutzungen in so einem Hydrostößel vorliegen und Sie dann eben Reiniger mit eingeben, dann dauert es eine gewisse Zeit lang, bis der Reiniger die Verschmutzung auflöst und so ein Hydrostößel auch schneller wieder gefüllt werden kann. Ich erinnere mich an meine Zeit, als ich angefangen habe, mit Autos zu arbeiten, häufig für Kumpels die Zylinderkopfdichtung getauscht in den 80er Jahren und so weiter. Und dann hast du die Opels gemacht, verschlammte Motoren, dreckige Motoren oder auch alte Motoren, Kopfdichtung gewechselt, Hydros ausgedrückt unter Umständen und dann hörten die mit dem Klappern nicht auf. Und man musste erst wirklich fahren, bis das Klappern dann weggegangen ist und dann war es auch weg, nachdem die Hydros dann ihren Druck gehalten haben und auch ordentlich aufgepumpt waren. Hier der Motor ist jetzt echt tacko-leise, das muss man wirklich sagen. Von der Seite her, denke ich mal, ist alles gut gegangen. Der Giso hat den Motor gereinigt. Unsere Magnetversteller vorne sind drin oder Magnetventile sind neu drin. Sie haben die Köpfe gesehen, unsere Kunststoffteile sind ausgetauscht. Befassen wir uns doch jetzt einfach mal mit dem Auto selber. Ich finde absolut schön, der Vorgänger, der SL 107 oder R 107 hieß er ja eigentlich, ist sicherlich das mit Chromstoßstangen das nostalgischere Auto, so muss man es einfach sagen. Aber vom Fahren her, vom Nutzungsgrad, vom Wirkungsgrad, vom Alltagseinsatz ist hier das Auto sicherlich mit Abstand besser. Das ist aber meine persönliche Meinung, aber ich denke mal, die technischen Details unterstreichen das genauso. Ja, worauf muss man gucken und wo sollte man aufpassen? Das machen wir doch erstmal und besprechen das, wenn der Motor aus ist. Ja, also, was muss man so grundsätzlich bei den Autos wissen? 89 kam das Ding raus, wurde, glaube ich, bis 2001 gebaut. In der Zeit gab es auch mindestens ein Facelift oder beziehungsweise ein erhebliches Upgrade. Das Modell wurde also ständig immer wieder verbessert. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan vom 500 SL hier drin als Motor.
Ich glaube, da hat es ja auch mal eine Modellumbezeichnung gegeben in den Nummern. Die war 93, 94 rum. Deswegen ist das irritierend, wenn so ein Ding 500 SL heißt oder SL 500. Ich glaube, früher war es so, dass der 500 SL hieß und die späteren Modelle hießen dann SL 500. Und warum es diese Nummernkürzel und Dreher drin gab, das weiß ich nicht. Aber das gilt es halt zu beachten und das ist tatsächlich werkseitig so gewollt seinerzeit. Ja, interessant, sicherheitstechnisch. Ich könnte mir vorstellen, auch mitunter aufgrund der Auflagen, die immer von Amerika gefordert wurden. Hier ist ja so ein Überrollbügelsystem drin, was in 0,3 Sekunden auf Sensorikbasis ausfährt, wenn das Auto extrem hohe Querbeschleunigung hat, also so in diesem Bereich kommt. Jetzt drifte ich ab und habe das nicht mehr unter Kontrolle. Und klar, auch wenn das Ding sich dann anfängt zu rollen, dann ist der Überrollbügel draußen und das bietet schon ein erhebliches Maß an Sicherheit für so einen Roadster. Also kann man sich auch aus den Gründen durchaus überlegen, sich so ein Auto anzuschaffen. Ja, gewichtsmäßig hat sich das Auto gegenüber dem alten gar nicht so wirklich verschlechtert, obwohl eine ganze Menge mehr an Technik drin ist. Gegenüber dem R107 sind die Gewichtserhöhungen überschaubar. Ich glaube, da liegt alles so im Bereich 20, 30, 40, 50 Kilo. Also für so ein fettes Auto kann sich auch von der Seite her die Zahlen da sehen lassen. Muss man sich nicht verstecken. Also ich würde auch immer gucken, vielleicht eine Hardtoppe mit dazu zu bekommen, wenn Sie sich so ein Auto zulegen. Da ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Aber das Hardtop selber, ich finde sowieso Coupés und die Fahrzeuge von Mercedes haben wunderbare Dachformen und Geometrien. Und so ein Stoffverdeck, das ist natürlich dann, wenn man es auch aufmachen möchte, eine tolle Sache. Aber ansonsten ist das Hardtop vollwertig wie ein geschlossenes Stahlcoupé. Oder Aluminium-Coupé, wie auch immer man das sehen will, was das Dach angeht. Und dann hat man ein geschlossenes Dach drauf, was eben wirklich das Raumgefühl und den Komfort bietet eines festen Daches. Ich würde es bei so einem Auto immer mitnehmen, vor allen Dingen dann, wenn man sie auch im Winter mitunter einsetzt. Ne? Innen ist er klasse. Sitze sind richtig gut geworden, wie ich meine. Auch vom Sitzkomfort. Wenn Sie sich in ein R107 setzen, das ist doch ein enges Ding. Hier passen auch große Leute rein. Und vom Komfort her, muss man sagen, bietet das Auto auch heute noch alles, was man sich wünscht. Ich meine, Bauende war 2001, aber wohlfühlen tut man sich in dem Auto immer noch. Und es hat alles an erdenklichen Extras in den Vollausstattungen, wie Sie es auch heute noch in den Autos finden. Mehr braucht man eigentlich nicht. Hier, unser Modell ist natürlich insofern gut, dass er nur 86.000 Kilometer gelaufen hat. Da wird man seinesgleichen dann entsprechend suchen müssen, um zu finden. Häufig sind Laufleistungen von 200.000 gar keine Seltenheit. Und auch die Motoren sind für das Doppelte locker drin. Da macht man sich also keine Gedanken. Wartung ist allerdings so eine Sache. Die Dinger wollen gut gewartet werden. Und Sie sollten sich dann nichts zulegen mit Reparaturstau, weil Reparaturen sind bei dem Auto richtig teuer. Würde ich also ein bisschen aufpassen, dass die Wartungshistorie stimmt und auch sachgerecht durchgeführt werden. Oftmals haben Sie die Situation, dann kommen die Autos in den Verkauf, sind gewartet worden alle 2 Jahre, wie Zündkerzen raus, ob es sein muss oder nicht. Luftfilter, Pollenfilter vielleicht und dann war es das. Aber hier muss man wirklich gucken, Bremsflüssigkeit in Ordnung, Differentialöl wechseln, ja, Getriebeölspülung schadet sicherlich nicht, die auch durchzuführen. Ich persönlich sage immer Faustformel, alle 100.000 Kilometer sollte zumindest eine Getriebeölspülung gemacht werden. Man kann auch hergehen und früher seinen Getriebeölwechsel machen, wenn man denn möchte. Heute ist man auf der Rille, dass man alle 60.000 das Getriebeöl wechselt. Da sind die Getriebe hier etwas zäher, aber ich würde den 100.000er Rhythmus durchaus einhalten wollen. Und ich denke, damit fahren sie auch nicht schlecht. Verdeck angucken, ein heutiges Verdeck. Wenn sie bei Mercedes aufrufen, sind sie bestimmt 5.000 Euro los. Ich denke, im freien Markt werden sie so 2,5 für ein neues Verdeck bezahlen müssen. Vielleicht 3.000 Euro mittlerweile. Muss man gucken, ist natürlich auch eine Sache des Anbieters auf dem freien Markt. Aber da empfehle ich auch zu schauen, dass solche Sachen in Ordnung sind. Dann darf das Auto ruhig ein Tausender teuer sein, wenn man sich dafür ein 3.000 Euro Verdeck spart. Haube satt groß, ne? Also es ist mächtig viel Auto, was man für sein Geld kriegt. Fährt sich auch super angenehm, Klang ist gut, Tür hört sich auch gut an, wenn sie zugeht. Auch wichtig, wenn sie heute so manche Plastikbomber sehen. Also von daher ist man mit dem Auto, finde ich, gut beraten.
Ja, also modellpalettenmäßig, motorseitig steht dir eine ganze Menge zur Verfügung. Vom 6-Zylinder praktisch bis zum 12-Zylinder ist alles drin. In der 600er Reihe, ne, da, ich weiß, der größte, glaube ich, ist der SL 73 AMG. Ja, da bleibt dann nichts mehr für kleine Budgets übrig. Die Dinge kosten mittlerweile richtig Geld. Sind aber alle bei 250 abgeriegelt, das muss man wissen. Man muss zusätzlich Geld ausgeben, wenn man das Ding irgendwie V-Max-mäßig freimachen will. Aber wer will, ehrlich gesagt, tatsächlich auch schneller fahren als 250? Schon gar, wenn man darüber nachdenkt, eventuell das Dach aufzufahren, dann sind solche Geschwindigkeiten tabu, macht also überhaupt keinen Sinn. Da ist es einfach nur, den dicken Motor dann zu hören und dann vielleicht mal von 80 auf 140 zu beschleunigen und diesen Spaß einfach mitzunehmen. Ja? Das ist eine Sache des persönlichen Einstellung und der Empfindung und jedem frei überlassen. Wir machen an der Stelle Schluss und sehen uns gleich zum Abschluss von dem Auto. Abschluss von unserem Mercedes. Hier ist soweit alles in Ordnung. Wir können gute Noten ausstellen. Der Kunde hat ein gutes Auto gekauft. Ich denke, da wird er noch eine Menge Spaß mit haben. Ich muss wieder schneller reden, weil jetzt der ein oder andere Regentropfen von oben runterkommt. Wir wünschen Ihnen an der Stelle ein schönes Wochenende. Und wenn Sie sich so ein Auto kaufen, machen Sie mit Sicherheit keinen Fehler. Wenn Sie sich einen holen, wünsche ich Ihnen viel Spaß damit. Gruß in die Welt, Ihr Red Hat Team und Ihr Lars-Peter Schumann. Bis dann. Tschüss.